Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2, zu den nächsten zwei Folgen, die ihr sehen werdet. Es gibt was geschenkt, Leute. Ja, Heldenverstärker. Nehme ich mit. Und 10 Millionen von einer Bank hat. Vielleicht. 10 Millionen von meiner Handkarte. Leider habe ich keine Handkarten. Tut mir leid, Grauen. Ich würde gern glauben, dass es ein natürlicher Vorgang ist. Nur das Holz. Das heißt nicht, dass wir uns nicht wehren sollten. Vielleicht sorgt erst das für Blatt. Nur das Holz. Wir müssen öfter vorbeikommen. Genau. Wir sollten unseren Instinkten und den Hinweisen der Geister. Knut war mal kleiner Eisbär. Er ist schon lange tot. Ihr solltet es erfahren. Sie waren fast alle, als ich nach Klippheim kam, ein Dutzend meiner Freunde. Verstehe. Mögen die Geister ihnen Frieden schenken. Gemeinsam hätten wir... Aber nein. Jeder Jäger für sich allein, ja? Ist nicht so einfach. Doch, ist es. Wie geht's nun mit euch weiter? Was kümmert's euch? Ich baue Klippheim wieder auf mit den Freunden, die noch leben. Klug ist... Wer erstmal Kräfte sammelt und den Kampf dann fortführt. Was ihr auch tut, mögen die Geister euch schützen. Yay. Das Rückgrat der Bären und die Schleue des Raben. Ja, das hat er von seinem Vater. Aber leider auch noch das Herz des Wolfs. Das war ja mal eine Kreuzinstanz. Ja, die Musik war da derbe laut auch. Ich bin froh, euch hier zu begegnen, Kommandeur. Das, was ihr getan habt, bedeutet mir viel. Und das, obwohl ich ein Fremder für euch war. In Klippheim seid ihr immer noch herzlich willkommen. Besucht uns immer jederzeit. Seid auf dem Weg nach Klippheim. Oh, ich will nicht lesen, ey. Noch nicht, aber bald. Ich habe vor, das Siegesfeuer zusammen mit dem verbliebenen Flüchtling zu genießen. Wir haben es uns verdient. Dann will ich nach Klippheim zurückkehren. Und sehen, wie es Othilla geht. Ich bin ihr noch nicht begegnet. Die Reise ist noch lang. Ich höre... Ich hörte, wart ihr mit Braham in Klippheim. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Kampf. Ich habe mir Sorgen gemacht um diese Siedler. Braham kämpft gut. Zweifelsohne. Ich hätte so gern an seine Seite gekämpft, aber ich konnte doch nicht Ölbrack und sein Schicksal überlassen. Ich habe versucht, Braham zu überreden, dass er ebenfalls bleibt. Das wird er mir wohl nie verzeihen. Es stimmt also. Braham ist euer Sohn? Ja, es stimmt. Ich war jung und brauchte das Geld und wollte mich unbedingt beweisen. Er hat all die Jahre bei seinem Vater gelebt. Boye, dieser einfältige Mann. Wir waren uns einig, dass es so für ihn besser war. Für Braham. Gut. Zum Gefängnis in der schwarzen Zitadelle. Typisch. Wo sind das? Schmieden ist wie Gott. Lautet. Schmieden ist wie Gott, habe ich gerade verstanden. Spaß, der die Ruhe meiner Stadt stört, ist mein Problem. Eine Instanz jagt der nächsten. Hört euch die Unterhaltung an. Lasst mich raten. Ärger? Da brannt mir doch einer ein. Diesen Ort habe ich noch nie so vor der Leben gesehen seit ich weiß nicht gar nicht mehr wann. Was mit ihnen wird mit ihnen passieren? Sie bleiben so lange hier, bis der Imperator entscheidet, dass die Verhöre vorüber sind und Mark ins brennende Feuer springt, um sich selbst anzuzünden. Denn er besteht aus Holz. Ich kann hier fliegen. Ja, ich sehe. Seh gerade, du schwebst, ja. Gut möglich, dass man sie zur Blutzitadelle bringen lässt, wo sie bestraft werden. Haben sie erklärt, warum es getan werden? Haben. In der Allianz haben sie sich stärker gefühlt als alleine. Sie wollen offensichtlich das Gebiet einnehmen. Wer weiß,
wie weit sie gehen würden. Ich bin froh, dass es Leute wie euch gibt, die sie aufhalten und festnehmen. Was wird mit ihren Waffen passieren? Wir retten, was wir retten können. Wenn eine Fabrik vernichtet wird, sind auch die Waffenlager zerstört. Trotzdem würde ich keinen Eisenlegion-Soldat, der etwas auf sich hält, die Chance entgehen lassen, ihre Waffen zu studieren. Hey, und noch nicht fertig. Lief mir zu. Passt zu euch. Bildet ihn gut aus. Mache ich. Oh, der wird nachher noch größer. Eine Frage, Tribun. Wann ihr erfahrt, ob ihr gut genug seid, meinem Trupp beizutreten? Wenn ich es sage, Gladium. Und keine Sekunde früher. Ja, Tribun. Tut mir leid, Tribun. Noch ein Sieg für mich. Sie haben Post. Egal, was sie mir antut. Wir Schaufler lassen uns nicht mehr ignorieren. Der Erfolg wird zum Greifen nah, wenn nur die Flammenlegion nicht so unglaublich dämlich wäre. Begriffsstutzig, was meint ihr damit? Zu dämlich, um etwas Neues zu lernen. Wir haben es versucht. Sie sind in der Vergangenheit gefangen. Alles, was sie kennen, ist ihre Wut. Gib ihnen etwas Empfindliches, wie beispielsweise Schaufler-Technologie, und sie zerbrechen unter dem Druck der Entspannung. Warum habt ihr euch dann mit ihnen verbündet? Vova sagte uns, es sei sicher. Oder eine gute Idee. Aber warum die Flammenlegion? Sie kontrollieren die Lava. Die wunderschöne Lava, die durch unsere Höhlen fließt. Wir haben damit unsere Hybridmaschinen angetrieben. Die Waffen sind jetzt fertig. Oh, so viel zu lesen. Ich hätte nicht erwartet, euch zu sehen. Endlich ein freundliches Gesicht. Tribun Brimstone will, dass ich die Gefangenen verhöre. Ich schulde einen großen Dank für eure Hilfe bei der Brutstätte. Rüdlock war beeindruckt. Habt ihr sie zum Sprechen gemacht? Ein bisschen. In erster Linie halte ich sie davon ab, sich an die Gurgel zu gehen. Sie beschuldigen sich gegenseitig, für die Niederlage verantwortlich zu sein. Von der Kameradschaft der feurigen Allianz ist nichts mehr übrig. Ihr könnt es natürlich auch gerne mal versuchen. Was habt ihr jetzt vor? Für mich wartet schon den ganzen Tag eine warme Mahlzeit und ein langes, entspanntes Bad. Sobald die Befragung vorbei ist, geht's ab in die Berge zu einer heißen Quelle, wo mein Name draufsteht. Ihr habt also euch entschlossen, einen kleinen Verschlinger zu adoptieren? Eigentlich hat er mich adoptiert. Wir sind wohl füreinander bestimmt. Sobald es geht, bringe ich ihn zurück zur Brutstätte, damit wir zusammen trainieren können. Wie läuft es mit dem Trupp? Soweit so gut, aber ich habe gerade erst angefangen. Ich denke, sie waren sehr beeindruckt davon, wie wir die Brutstätte gehandhabt haben. Aber das war nur eine Art Vorprüfung. Es wird mehr kommen und es wird brutal. Meldet euch bei mir, wenn ihr Hilfe braucht. Auf jeden Fall. Vielen Dank für das Angebot. Ich werde alles Glück und jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Der Einfallsreichtum des Tribuns, wenn es ums Testen geht, ist mir wohl bekannt. Wir bleiben in Kontakt. Oh je, oh je, oh je. Grüß euch. Ich hatte dich ja schon. Was? Habt ihr Problem? Bin nur neugierig. Was habt ihr zu erreichen gehofft? Ihr könnt es niemals verstehen, weil ihr euresgleichen dazu verdammt seid, wenn unsere Feuer zu sterben. Eure Zeit läuft ab. Macht euch bereit. Wovon redet ihr? Nichts. Schon gut. Geht und kämpft mit euren Drachen. Die werden euch auslöschen, wie ihr es nicht tut. Sie werden auch euch auslöschen. Das bezweifle ich. Wir werden noch hier sein, lange nachdem die Drachen euch und euresgleichen verschlungen haben. Ich glaube, von denen kriegt man gar nichts raus. Es wird die Flammenlegion. Ich habe sie gewarnt. Ich habe sie alle gewarnt. Dass diese nichtsnutzigen Okkultisten. Es ist einfach, andere die Schuld für die eigene Fehlentschätzung zu geben, oder? Fehlentschätzung? Aha. Ja, vielleicht. Wir dachten, es gäbe genug Gemeinsamkeiten, um unsere Technologien zusammenzulegen. Wir würden nie befürchten müssen, noch einmal erobert zu werden. Wir haben ihnen geglaubt. Ihnen? Ich habe schon zu viel gesagt. An eurer Stelle würde ich lieber die Chabe fragen. Die taugen zu viel mehr Schuld als wir. Ihr solltet euch schämen. Ich? Mich schämen? Meine Anführer sind allem schuld. Sie haben sich aus Machtgier verblenden lassen. Alles war okay, bis wir gierig wurden. Böser Schwindler. Böse. Oh, ich habe fertig. Sieg. Die feurige Allianz wurde in die Flucht geschlagen. Höllbrack und die schwarze Zitadelle sind sicher vor dem Eindringen. Zumindest fürs Erste.
Es ist jedoch nach wie vor ein Mysterium, wie es dazu kommen konnte, dass die Schaufler und die Flammenlegion eine Allianz eingegangen sind. Ich habe mich entschlossen, der Sache genauer zu untersuchen. Ich erwarte, dass ihr die nächste Zeit dafür verwendet, euch auszuruhen und euch an den Feierlichkeiten, zu wärmen. Ihr werdet der Schlüssel zum Erfolg dieser Operation und habt euch die Verschnaufpause richtig verdient. Ja, wenn ihr in die Zukunft gucken könntet, da wisst ihr, was ich getan habe alles. Oh, bitte weniger lesen, ey. Es geht auf dem Stimmband. Da brauche ich Urlaub. Oh, da oben ist ja noch mehr. Halleluja. Und ich lese. Und von den anderen hört man nichts mehr. Ich freue mich immer, wenn ein Flammenlegion aus den Schaufeln 1 ausgewischt wird. Das sind einfach tolle Neuigkeiten. Vielleicht kehrt er jetzt wieder etwas Normalität. Ja, vielleicht kehrt Normalität an. Was jetzt? Sie gehen nach Hause zum Wiederaufbau, um neue Trupps beizutreten oder welche zu gründen. Die neue Gladia, wie zum Beispiel diese Rocks, haben uns inspiriert. Sie haben keinen Trupp, aber sie kämpfen trotzdem immer weiter. So, was ich jetzt hin? Ulbrak. Ulbrak? Warum? Der zeigen ist woanders. Lagerfeuer feiern soll's. Kann man das nicht überspringen? Ich will nicht feiern. Ich hasse feiern. Und warum ist das Feuer da? Das war gerade auch woanders angezeigt. Ah. Die Geister seien gepriesen, es ist vorbei. Aber ich muss sagen, es fällt mir schwer, die Triumph zu feiern bei all den schlimmen Dingen, die die Flüchtlinge durchmachen mussten. Jetzt können sie vielleicht von vorn anfangen. Was machen sie jetzt? Manche ziehen es ins Lager des Konsortiums in der Südlichtbucht. Andere wollen irgendeinen Jungspund namens Braham folgen, um mit ihm sein Dorf weiter aufzubauen. Der hat eine ziemliche Ausstrahlung, sehr inspirierend. Interessant. Tschüss. Wenn wir noch mehr lesen, dann ist das die letzte Folge. Kommandeur. Schön, dass ihr hier seid. Jetzt seht euch doch mal um. Setzt euch doch. Nehmt ein Bier und dann ein Brot und dann dies und das und lehnt euch zurück. Ich freue mich, dass ihr so gute Laune habt. Erträgliche Laune. All die Toten von Klippheim. Naja, wenigstens können wir unseren Sieg über die feurige Allianz feiern. Die Wachsamen halten Ausschau nach weiteren Waffenlagern. Grüß euch. Kommandeur, da seid ihr ja. Ich habe mich überlegt, im Anschluss an die Föhre nach Hilbrecht zu gehen und mich dort ein wenig auszuruhen. Außerdem singt Braham so schön nach dem dritten Glasbier. Hoffentlich bleibt es ruhig. Gasbier ist eine neue Erfindung. Müsste man eigentlich erfinden, ne? So Bier mit Kohlensäure versetzt oder sowas. Hoffentlich bleibt es ruhig. Die vorige Allianz ist offenbar zerschlagen. Die Wachsamen und das Wolfsrudel sammeln die Nachzügler ein und versuchen möglichst viele Informationen aus ihnen herauszubekommen. Wenn das so weitergeht, braucht das Gefängnis, die Zitadelle, einen Aufbau. In der Mine wollte ich eigentlich fragen... Die Sache mit dem Sprengstoff. Ja, also, ich bin nicht bereit, darüber zu sprechen. Noch nicht. Ich trage ein schweres Päckchen aus der Vergangenheit auf meinen Schultern und manchmal kann ich deswegen nicht frei reden. Eigentlich noch nicht. Nicht mal im Leben. Aber ich werde einfach mal einen Tag nach dem anderen fertig. Ja. Das war's, naja. Dieses Feuer symbolisiert unseren Sieg über die feurige Allianz. Es wärmt. Abschluss.
Episode abgeschlossen. Pyro-Schultern. Die sehen ja auch nett aus. Süße Beute. Nee, abbrechen. Denn das. Pff. Warte mal, ich habe doch noch die ganz dicken, die kann man da verbrauchen. Habe ich jetzt wirklich gerade einen 20 Platz? Ey, cool, das kann man sogar nutzen eigentlich, ne? Für dieses Mithril-Kisten. Hey, geil. Danke. Das ist cool. Ja. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.